Max und die fünf Knöpfe. Knopf müsste man sein. Es war ein heißer Sommertag, endlos lang und zäh wie Mausespeck. Staubkörner tanzten auf den Sonnenstrahlen, die durch die Ritze im Dachboden ins Mauseloch krochen. Blöde Ferien, sagte Max, plumpste auf seinen alten Schwamm und versuchte sich mit einem abgebrochenen Lineal etwas kühle Luft zuzufächeln. Eine Schule ohne Kinder ist wie Fußball ohne Fans, schimpfte er. Beides stinkt langweilig. Und bei dieser Hitze wünschte er sich sowieso direkt an den Nordpol. Oder wenigstens mit dem Schlitten auf den schneebedeckten Katzenbuckel. Der Katzenbuckel war natürlich kein richtiger Katzenbuckel. Das wäre auch viel zu gefährlich. Nein, so nannten die Kinder den kleinen Hügel im Park neben der Schule. Aber Max hatte noch nie eine fröhliche Rutschpartie auf dem Katzenbuckel oder sonst irgendein Abenteuer jenseits der Schulmauern erlebt. Als Schulmaus hatte Max zwar alles vom ABC bis zum 1x1 aus dem FF gelernt, für eine kleine Abwechslung musste er schon selbst sorgen. Max dachte an Herrn Seifert, den Musiklehrer der Schule. Herr Seifert, den alle nur Schaumi nannten, hatte eine Höllenangst vor Mäusen. Wenn Max sich auch nur für eine Sekunde blicken ließ, sprang er in Panik auf den nächsten Tisch und die Kinder vor Begeisterung von den Stühlen. Da wurde der Winter von Vivaldi mal zum echten Stimmungsknüller. Mausschock-mäßig schwärmte Max. Und bei dem Gedanken an bessere Zeiten kam ihm natürlich auch die fünf Knöpfe in den Sinn. Nicht, dass Max noch kleine Näharbeiten zu erledigen hatte. Die fünf Knöpfe waren eine richtige Bande. Nico, Nele, Leon, Stiefel und Pfannef aus der 2C. Fünf Kinder, die Max besonders mochte und beneidete. Die liegen jetzt wahrscheinlich lustig im Freibad und nuckeln an einem Kaltgetränk, ärgerte er sich und stellte sich vor, wie er in einer roten Badehose im Bebechen eine A-Bombe erster Kajüte hinklatschte. Das hörte sich jetzt gerade vielleicht wie Geheimsprache an. Aber das Bebechen ist das kleine Biberteilbad zwischen der Schule und dem berühmten Katzenbuckel. Und was eine A-Bombe ist, das weiß sowieso jeder. Knopf müsste man sein, seufzte Max und schmiedete einen Plan. Ein mausiger Schulanfang. Erster Schultag. Es klang wie Musik in Max' Ohren. Das laute Rufen und Lachen der Kinder auf dem Schulhof. Jeder, der in der großen Pause einmal auf dem Schulhof war, weiß, wovon hier die Rede ist. Max schlüpfte in seine Sachen, sauste vorbei im Lehrerzimmer durch die langen Gänge zum Schulhof. Er hielt Ausschau nach seiner Klasse. Seine Klasse? Ja, seine Klasse war immer die, die gerade bei ihm im Dachgeschoss wohnte. Oder besser gesagt, bei der er wohnte. Seit 2 Jahren war es die 2C. Jetzt natürlich 3C. Klar, Max war praktisch auch versetzt worden. Vor dem roten Punkt, das war die Markierung für die 3. Klassen, hatten sich die Kinder hintereinander aufgestellt. Naja, irgendwie sah das Ganze mehr nach einem aufgescheuchten Hühnerhaufen aus, als nach brav versammelten Schulkindern, bemerkte Max schmunzelnd. Max sah die Knöpfe. Verändert hatten sie sich kaum. Nur Nele, die konnte jetzt die Haare endlich zu einem Pferdeschwanz zusammenbinden. Vorher hätten sie gerade mal für einen Mauseschwanz gereicht, amüsierte sich Max. Vor Freude, seine Knöpfe endlich wiederzusehen, drehte er eine seiner 1A-Schwanzspiralen. Das war so eine Art Spaßreflex. Blitzartig den Schwanz zu einer Lakritzschnecke gerollt und dann wieder voller Spannung aufschnacken lassen. Je nach Laune machte er das 1, 2 oder 3 Mal. Und da tauchte auch schon die Lehrerin Frau Blaurock auf. Wie ein Rockstar bei einem Konzert wurde sie von den Kindern bestürmt. Max hätte am liebsten mitgemacht. Frau Blaurock war einfach total nett, fand er. Außerdem hatte sie keine Angst vor Mäusen. Immer zu plappern zogen die Kinder hinter ihr her in die Schule, hinein ins Klassenzimmer. Jeder setzt sich jetzt erstmal so hin, wie er vor den Ferien gesessen hat, rief Frau Blaurock in die Klasse. Max spitzte die Ohren, um bei diesem Radau bloß nichts zu verpassen. Bevor ich die Stundenpläne verteile, möchte ich noch etwas sagen. Ein neues Schuljahr ist auch immer ein neuer Anfang. Es liegt wie eine unbeschriebene Schulheftseite vor uns.
Ihr könnt euch also ruhig vornehmen, etwas besser oder auch ganz anders zu machen. Dann räusperte sie sich und sagte jetzt viel weniger ernst, die Schule geht schon mal mit gutem Beispiel voran, denn ab sofort findet der Sachkundeunterricht bei gutem Wetter im neuen Schulgarten statt. Juhu! Jubelten die Kinder und schnatterten sofort wieder kreuz und quer drauf los. Mäuse sind cool. Max hatte es sich auf einer Rhabarberpflanze gemütlich gemacht. Von hier aus konnte er die erste Stunde im Freiluftklassenzimmer bestens verfolgen, ohne entdeckt zu werden. Mitten im Schulgarten, der von hohen alten Bäumen umgeben war, saßen die Kinder der 3C an Tischen und hörten aufmerksam ihrer Lehrerin zu. In unseren Gemüse- und Ziergärten finden wir nicht nur Insekten, sondern auch andere Tiere. Welche Tiere könnt ihr mir nennen? Fragte sie die Kinder. Würmer, sagte Leon. Ganz richtig, nickte Frau Blaurock. Hasen, sagte Nele, die fressen schon mal gerne die Stiefmütterchen von meiner Oma. Stimmt auch, erwiderte Frau Blaurock, die aber noch auf eine andere Antwort zu warten schien. Ich weiß es, rief Nico. Ihr sollt doch nicht immer dazwischen rufen, sagte sie streng. Melde dich bitte, Nico. Also gut. Was weißt du denn? Wollte sie wissen. Mäuse, sang er die Antwort. Die suchen im Garten nach Radieschen. Mausschockmäßig, murmelte Max. Eine anständige Hausmaus hat aber andere Vorlieben als diese rote Knolle. Du hast ganz recht, Nico, bestätigte ihn die Lehrerin. Und über Mäuse wollen wir heute sprechen. Max fühlte sich unwohl und zog den Bauch ein, um sich noch kleiner zu machen. Ich finde Mäuse cool, rief Nico begeistert. Und während Frau Blaurock den Kindern von diesen kleinen Tieren erzählte, die in enger Nachbarschaft mit den Menschen leben, arbeitete sich Max an Nikos Schultasche heran. Das ist die Gelegenheit, dachte er. Denn wenn der Mäuse cool findet, dann bin ich praktisch jetzt schon sein Freund. Und ein Freund, da war er sich ganz sicher, war schließlich der Schlüssel zu jedem Abenteuer. Ganz besonders, wenn er zu den 5 Knöpfen gehörte. Schon kurz darauf schaukelte er, quasi als blinder Passagier, in Nikos Tonne Neuland entgegen.